Am Wort Wendelin Mölzer, FPÖ. Ich glaube, wir sind ja in der Sache, was den Antrag betrifft, einig. Aber nach den Reden von Kollegin Frau Wissmann und Kollegin Kucher muss ich schon ein paar Sachen richtigstellen. Wenn wir uns zwar einig sind in der Sache, was den Antrag betrifft, und dass wir uns im Bewusstsein befinden, dass das ein sehr sensibles Thema ist, insbesondere wenn natürlich die Republik Slowenien seit Jahren da nicht wirklich was weiter tut, dann frage ich mich schon, warum ausgerechnet Sie, Frau Kollegin Wissmann, du, lieber Philipp Kucher, hier eine Polemik startet, die dir hier überhaupt nichts verloren hat. Jetzt sehe ich der Frau Kollegin Wissmann als, glaube ich, gebürtiger Grazerin noch nach, die Unkenntnis der Kärntner Geschichte, auch der Jüngeren. Philipp Kucher sehe ich nicht nach, der weiß eigentlich genauer Bescheid, was der Sache ist. Was ich euch beiden nicht oder Ihnen beiden nicht nachsehen kann, ist, dass Sie als Nationalratsabgeordnete offensichtlich die österreichische Bundesverfassung nicht kennen. Denn dort ist ja sehr wohl die Anerkennung der slowenischsprachigen Minderheit in Österreich gegeben, in der österreichischen Bundesverfassung. Wenn Sie dann, Frau Kollegin Wissmann, behaupten, und ich weiß nicht, was Sie die letzten paar Jahre gemacht haben, wahrscheinlich nicht Politik verfolgt, da dürften Sie erst vor ein paar Monaten hineingestolpert sind, dass die Freiheitlichen nicht maßgeblich daran beteiligt waren, dass der Ortstafelkonflikt gelöst worden ist, dann müssen Sie also wirklich bar jeglichen jüngeren historischen Wissens sein, weil es war ein freiheitlicher Landeshauptmann, es war hier, also nicht in der Hofburg, sondern im Parlament drüben, im Hohen Hause, wo der freiheitliche Landeshauptmann gemeinsam mit verdientermaßen dem Staatssekretär Ostermeier die Ortstafellösung nach jahrzehntelangen Problemen diesbezüglich endlich vollzogen hat, worüber ich sehr froh bin, worauf ich sehr stolz bin, dass das unter freiheitlicher Führung passiert ist. Und in Richtung Philipp Kucher, der hier jetzt so scheinheilig herumtheatert, muss ich sagen, es waren, glaube ich, 50 Jahre lang SPÖ-Landeshauptleute in Kärnten, insbesondere der Herr Landeshauptmann Siemer, SPÖ und so weiter und so fort, die es nicht geschafft haben, eine Konfliktlösung im Ortstafelstreit herbeizuführen. Da braucht ihr, liebe sozialistische Kärntner Freunde, uns nicht vorhalten, dass wir da irgendwo Probleme machen. Im Gegenteil, wir können uns erinnern, im Jahr 2001, da war bereits 2 Jahre ein freiheitlicher Landeshauptmann namens Jörg Haider, gab es eine EU-Waisenkommission, die festgestellt hat, dass die Minderheitenförderung in Kärnten der slowenischsprachigen Minderheit europaweit vorbildlich ist. Und da frage ich mich jetzt dann ernsthaft, was ihr da kritisieren wollt. Abschließend vielleicht noch, um es klarzustellen, selbstverständlich ist ein slowenischsprachiger Kärntner oder ein slowenischer Kärntner ein Kärntner. So, Wendelin Mölzer von der FPÖ. Zu Wort hat sich nun die Frau Bundesministerin.